Und damit willkommen, liebe Leute, zurück zu Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Wir haben wieder eine Geburt. Und, ja, jetzt haben wir Mario, Sonic, Link, Kirby. Ja, isst du mal schön was. So. Es regnet, was ja auch von mir beabsichtigt war. Haha, als ob ich das beeinflussen könnte. So, die Felder sind soweit noch in Ordnung. Die Geschäfte machen später noch auf. Und ich glaube, ich kann hier die ersten Gurken ernten, ne? Tatsache, ich kann die ersten Gurken ernten. Ist das schön. Oh mein Gott, was werden mir denn die Gurken bringen? Oh, eine Zweiergurke. Was verdienen wir denn jetzt mit den Gurken dafür, dass wir das so viel ausgeben? Ah, 60 pro Gurke. Ja gut, aber es ist besser als gar nichts, ne? 60 und man kann sie immer wieder einsammeln. Also von dem her, nicht beschweren, Tru, nicht beschweren. Freu dich. Warte mal, zurück. Was bekomme ich denn, wenn ich die esse? Hier. Ja, das lohnt sich nicht. Nee, da verkaufe ich das lieber. Dann können wir irgendwann mal wahrscheinlich irgendwas Ordentliches zu essen holen oder so. Keine Ahnung. So. Das Geschäft müsste gleich aufmachen. Der Schmied müsste aufmachen. Der Schmied macht um 10 auf. Das Geschäft macht, glaube ich, um 9 auf. Warte mal, hat das schon auf hier, die Weingießerei? Nein. Auch um 10. 10. Lass mich raten, auch um 10, ne? Ah, ne, 9. Gut. Kann es mir irgendwie nicht merken. So, dann kann ich jetzt endlich mal hier wieder zuschlagen. Und das sind Steckrüben. Ich kann die jetzt schön nebeneinander packen. Das heißt, viermal. Viermal kann ich holen. Ja, dreimal macht eigentlich Sinn, aber viermal ist nochmal sinniger. Vom Gießen her ist das sinniger, ja. Und Kartoffelsamen. The same. Vier Stück. Gurkensamen lassen wir mal. So. Ja, ich weiß, ich hätte schön meine Hake verbessern können. Ich habe ja gesagt, ich weiß ja, was ich verbessern möchte. Und das ist nämlich meine Axt. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich die Axt verbessern kann. Muss ich gleich mal ergänzend dazu sagen. Warum hatte ich jetzt eigentlich das da drin? So. Den Hammer raus. Und die Samen rein. So. Da muss ich jetzt einmal haken. Und da muss ich dann auch einmal haken. Nein. Toll. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Egal. Okay, wunderbar. Das gleiche muss ich jetzt natürlich mit den Kartoffeln machen. So. Und hier dann auch, glaube ich, so, ne? Genau, dann holen wir die Kartoffeln. Ich muss mich mit dem Schmied beeilen. So, dann funktioniert das auch mit dem Gießen. So, jetzt die Axt holen. Bei Hammer.
Spaltet Äste. Ja gut. Egal. Wir sehen ja gleich, ob wir sie aufwerten können oder nicht. Was kann ich heute für dich tun? Dieses Werkzeug kann doch nicht verbessert werden. Nein, warum nicht? Ich muss den Hammer mitbringen. Also ich brauche eine gewisse Erfahrung mit der Ausrüstung. Na super. Ja, wie funktioniert denn das nun? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt also, dann nehme ich den Hammer. Und werte den Hammer halt erstmal auf. Ganz einfach. Und dann muss ich mit der Axt gucken, wie ich jetzt da irgendwie Sachen kaputt kriege. Keine Ahnung. Okay. Das heißt, mein Hammer ist dann am Dienstag fertig. Bam. Jetzt als nächstes erstmal meine Hühner um Essen kümmern. Das Ei einsammeln. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwie wirklich Hühner züchten darf. Ich habe keinen Platz mehr für Tiere, dachte ich mir schon. Lassen wir mal die Hühner raus. Aus dem Stall. Und können jetzt noch das hier verkaufen. Ach, die Samen kann ich auch wieder. Die wollen gar nicht raus. Okay. Ihr sollt raus, ihr Hühner. Ihr sollt raus. So. Die brauchen noch einen Tag. Ja, dann Gießkanne auffüllen. Und einen Tag warten. Ganz easy eigentlich. Ganz easy. Oh, schaut euch mal an, was wir da in den Feldfrüchten und so weiter verdient haben. Das ist doch schön. So macht das doch Spaß. Und jetzt kriegen wir nochmal was durch die Gurken da hinten, ne? Genau. Ich denke jetzt zwar nicht, dass es der große, mega Geldfluss ist, den wir jetzt hier haben, aber jedenfalls 236 nochmal mehr. Und jetzt kann ich mir sogar eine größere Tasche holen. Und das ist der Punkt, den ich halt dann interessant finde. Hole ich mir jetzt eine größere Tasche? Oder will ich meine Ausrüstung verbessern? Rein aus der Theorie her würde ich jetzt sagen, eine größere Tasche, um meine verbesserte Ausrüstung holen. Servus. Grüß dich, Truppe. Überarbeite dich nicht, okay? Warte mal. Von mir kriegst du ein bisschen Honig. Echt anständig von dir. Siehst du mal, ich habe dir Honig gegeben. Wieso kann der da rein und ich darf da nicht rein? Was haben wir da? Mineralklinik. Ach so. Stimmt, das ist die Mineralklinik. Genau, da war was. Ich darf so eine Straßenlaterne untersuchen. Okay. Wenn ich echt alles untersuchen darf. Oh mein Gott, wo sind die ganzen Dinger dann? Na egal. Wieso abgeschlossen? Na, Dienstag geschlossen. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Warum auch?
Da will ich eine größere Tasche und dann sowas. Ach, Mann. Dann hole ich jetzt meinen Hammer ab. Ja, meinen Hammer und dann... Der Kupferhammer ist fertig. Yay. Und darf ich den jetzt sogar schon verbessern? Auf einen... Silberhammer? Dürfte ich sogar schon verbessern? Eigentlich wollte ich Erze sammeln gehen. Wäre aber fertig. Dann würde ich dann doch lieber die Hake nehmen. So oder so kann ich mit beiden nicht wirklich runter. Welcher Tag ist denn heute? Dienstag. Also rein theoretisch wäre das bis morgen fertig. Morgen soll kein Event sein. Okay, komm. Egal. Die Hake ist weg, dann mache ich halt was anderes. Wir gucken erstmal, ob ich jetzt mit dem Hammer die Steine wegbekomme. Ich denke mal, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Diesen großen Stein hier zum Beispiel mal wegzubekommen. Und ich bekomme dafür sogar Steine. Okay, nice, 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 ja. Schön. Normal draufhauen bringt mich nicht weiter. Ich weiß zwar nicht, wofür die Steine gut sind, aber es gefällt mir. Ah, das da oben auch noch einsammeln. Kann ich den zerstören? Nö, den kann ich noch nicht zerstören. Nun gut. Ja, wie mache ich das aber jetzt mit der Axt? Kann ja eigentlich nur Holz, was auf dem Boden liegt, kaputt machen. Und das habe ich ja eigentlich alles eingesammelt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... was mache ich denn jetzt? Den Schrittzähler habe ich auch noch. Ich kann jetzt nicht damit den Baum fällen, oder? Doch, kann ich. Ernsthaft? Es sind doch gar keine Bäume zum Fällen. Oder zählt das als Baum fällen? Was? Ne, hier der Grüne. Und der? Nope. Kann ich einsammeln? Okay. Ja, kann ich nicht einsammeln, weil... Essen wir das mal. So. Okay. Also, wenn wir Holz sehen, müssen wir Holz klein hauen. So, und das darf ich noch nicht, ne? Nein. Also Augen auf beim Holz hauen. Da ist wieder Holz. Na gut, hätte ich das jetzt ein bisschen früher gewusst, dann wäre es ja auch... Ah, super, da komme ich nicht lang. Dafür brauche ich einen stärkeren Hammer. Sekunde. Honig, egal. Das dann nehme ich mit. Definitiv nehme ich das damit.
Da oben darf ich nicht lang. Da ist Bambus. Bei Bambus darf man nicht lang. Weil der Bambus muss. Aha, hier haben wir massig Sachen zum Einsammeln. Okay, ja. Nein, nein, da war Holz, da war... ich bin doch so doof, da war Holz. Da darf ich nicht lang. Hier darf ich nur hoch. Kann ich hier runter gucken? Okay. Wofür der Bereich ist, keine Ahnung. Ach ne, das Holz ist noch da. Mal eine Nutzpflanze oder was das ist. Ich habe schon wieder 19.10 Uhr. Ich habe viel zu wenig Holz gefunden. Jetzt weiß ich jedenfalls, wie ich das aufbessern kann. Holz hacken. Einfach Holz hacken. Und erstmal Holz finden zum Hacken. Das Blöde ist, dass der Baum da oben natürlich dann aufgehackt werden will. Und ich weiß jetzt... Oh. Oh. Meine Tasche ist voll. Verdammt, ich muss erstmal... Ja, ich muss erstmal verkaufen. Ah, 25, okay. Was ist das? Bambussprossen. Moment. Moment, das brauchen wir sogar. Das heißt, das lagere ich dann. Gut, ist jetzt nicht gerade so der beste Lagerplatz hier, aber egal. Wenn ihr richtig darauf geachtet habt, es wird für einen Hausbau benötigt. Hm. Wenn ich mein Haus dann ausbauen kann, dann okay, gut, dann ja, soll es so sein. So. Ei sammeln und Ei sammeln. So. Essen rausholen. Und den Hühnern noch was zu essen geben. Hinten. Ach nein, jetzt habe ich das gegessen, ich Idiot. Ach, ich bin so doof. Naja. Das Ei kann ich verkaufen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Ich sage, ich bin euer Tor rein. Tschüss.